Warum hast du vor mir ein Level abgekriegt? Was soll denn das? Naja, gekonnt ist gekonnt. Siehst du, da ist es doch. Houston. 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 Nein. Ich brenne. Hilfe. Hallo zurück bei Crash Landings. Wo treibst du dich denn rum? Ich grabe mich hier durch die Berge. Durch die Berge? Ja. Das gibt's hier doch gar nicht. Hügel, Haufen oder was auch immer. Haufenprinzip. Ja, genau. Das gibt's bei den Ludolfs auch. Interessanterweise finde ich hier unter diesen Dusthaufen vereinzelt mal verschiedene Ore-Dust. Ich habe schon Aluminium gefunden, ich habe Tin-Ore-Dust gefunden, ich habe Kupfer gefunden. Das gab es vorher nie. Das ist mit irgendeiner neuen Version dazugekommen, dass man die jetzt in der Welt findet. Finde ich cool. Okay. Ich muss meine Schaufel ein bisschen aufleveln. Je schneller die ist, umso schneller kriegen wir das. Ah, und wieder Haste. Sehr schön. Ja. So, ich will mich hier mal um Suitable Preparations kümmern. Ich brauche einen Tinhammer und einen Hanggleiter und eine Golden Bag of Holding. Mach mir von der bitte auch eine. Und kannst dann meine haben. Okay. Golden Bag of Holding. Was? Ein Block of Gold. Mhm. Wolle und eine Kiste. Na, toll. So viel Gold haben wir gar nicht. Oder? Was brauchen draußen wir? Draußen in der Kiste. Doch, 8. Und Leder. Ach, ich muss die ja erst noch zusammen machen. 3. Na, hoffentlich hat's da genug Gold. Oh ja, ein Stack. Ein Stack geht gerade so. Das sind 16 Stück, das passt. Ja, ein bisschen mehr hätte sein dürfen. machen wir gerade mal 16 Gold or Dust rein. Sind 16 Blöcke, 16 Ingots. Okay, Tin haben wir leider nicht so viel. Müssen wir auch noch welches machen. Braucht man nämlich auch für den Tin Hammer. Okay, und dann brauchen wir noch den Hanggleiter. Oh, zum Glück habe ich das Leder gebrannt. Mhm. Wobei ich das natürlich jetzt für was anderes benutze, wie ich es eigentlich wollte. Eigentlich wollte ich ja nochmal so ein Camel Pack machen für dich. Uhu. So, der Hanggleiter ist fertig. Das Tin auch. Ui, meine Schaufel ist schon auf Meister. Und 3 Modifier, super. Tinhammer ist fertig. Gut, ein Eisenblock brauchen wir. Ein Goldblock, nicht Eisen. Eine Kiste. So. Was brauchen wir noch? Ich glaube, das war noch. Ach so, Wolle. Ich wollte bloß ein Gold haben. Gib mir das einfach 2. Unverschämt. Na. So. Welche Wolle darf ich denn benutzen? Nimm die weißen. Geht das überhaupt mit der Rockwool? Rockwool ist was anderes, die würde ich nicht benutzen. Aber das ist alles Rockwool, was wir da haben. Was? 24 Strings gibt 6 Wolle. Okay, passt. So, was nehmen wir denn? 2 Herzen oder Grilled Cheese?
Ja, würde ich verlieren. Also ich persönlich nehme die Herzen. Wenn du lieber Bock auf einen Cheeseburger hättest, dann tu das, aber. Wie macht man nochmal den Kanister? Chulled Apple. Ja, das ist noch ein bisschen entfernt alles, aber Necrotic Bone. Ein klein bisschen. Ja, jetzt sitzt sie schon wieder da auf dem Stuhl. Verbrauchst du keinen Hunger? Ich nehme ich nehme die Burger, ich habe Hunger. Okay. Warte, halt, stopp, bleib hier. Danke sehr. Ja, macht 10,90 €. In der nächsten Folge. Ja, das sagen sie alle zu mir und dann, das kriege ich nicht. Ich weiß zwar nicht, warum du diese Golden Bag of Holding nicht haben willst, aber ich nehme sie gern. Danke. Mir wurscht. Ich habe andere Dinge dafür. Das ist doppeltes Inventar. Zusätzlich, aber. Egal. Ich habe einen Tinhammer und ich habe einen Hangleiter. Wie ging der nochmal? Hangglider nur, wenn du fällst. Dann sollten wir vielleicht noch einen Turm bauen. Juhu! Oh, nein, nicht! Ich bin fast über die Mauer geflogen. Okay. Das wäre auch mal ein Bauprojekt, dass wir da mal einen ordentlichen Turm bauen, von dem wir starten können, weil da kommen wir nämlich relativ zügig dann in die entsprechenden Städte. Ja. Was gibt's hier noch? Schmackofatz. Parts can be replaced. Ich frage mich. Ach, ich habe ein Bronze-Tool-Rod gekriegt. Das war gar kein Blaze-Rod. Habe ich mir schon gedacht. Wenn du dir das gedacht hast, warum hast du es dann nicht gesagt? Ich hatte dir gesagt, dass ich ein Bronze Tool Rod bekommen habe. Wenn du stattdessen ein Dings bekommen hast, ein Blaze Rod. Müssten mal ein Chisel bauen. Können wir das Zeug ordentlich lagern. Dann baue ich hier den Turm hin. Schlimm, wie man sich mal ablenken lässt. Eigentlich wollte ich ja noch die Pressure Chamber bauen, aber es gibt immer wieder was anderes. Warum hast du vor mir ein Level abgekriegt? Was soll denn das? Naja, gekonnt ist gekonnt. Brauchen eindeutig mehr Redstone. Meine Werkzeuge sind noch zu langsam. Hat's in der Kiste keins mehr? Ich habe schon zwei Stacks verbraucht für meine Schaufel. Nicht. Dafür hat meine Schaufel jetzt 350 Redstone. Uhu. Ja. Mach die halt mal wieder raus. Klar, die fiddle ich da jetzt raus. So. Mal noch schnell ein Chisel. Werf dir mal das Zeug dahin. Das alte Chisel-Menü. Yikes. Was wollte ich denn machen? Eigentlich wollte ich Quests lösen. Aber der nächste Quest war, glaube ich, so doof, dass ich den schon gar nicht mehr machen wollte. Das wird sein.
Smeltery-Zeug braucht man. Da müssen wir in die Stadt für. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Da müssen wir eine Stadt plündern. Search Bricks haben wir aber noch. Sear Trick. Ja, aber nur wenige. Acht. Was man hat, kann man ja mal verwenden. Oh, ich habe gleich ein Buch gekriegt. Hau ich mal hier in. Ach so, ein Questbook könnte ich auch mal wegmachen. Ach, du hast ja schon. Wir haben ja schon was. Mal so frei und spinnt hier dein. Hä? Was? Ah. Was sind so? Generator umgestellt, okay. Ja, aber warum gibt der gerade keine Energie? Falsch eingestellt. Das wird sein. Ah ja, jetzt kriegt er. Weil nachher stirbst du wieder und dann hast du keine Versicherung mehr. Korrekt. Müsste ich mir eigentlich noch den zweiten Shell Constructor hinstellen und noch einen zweiten Klon. Für dich wäre das notwendig, ja? Ja, machen wir doch. Kann ja nur schief gehen. Das war jetzt etwas ungeschickt. Wieso? Er musste ja komplett umbauen. Soll ich denn sonst hinstellen? Ach so, ja, sonst kriegst du auch Schaden. Hä? Naja, wenn du den jetzt woanders hinstellst und du rausspawnst, dann kriegst du Schaden. Wenn du ihn hinten ins Eck stellst zum Beispiel. Okay. Ich esse mal nochmal was. Platz in der Kiste, das ist sehr schön. Oh ja, Spaghetti habe ich auch noch keine gegessen, sehr schön. So, ich guck mal gerade, dass ich hier das ein bisschen erweitere. Sind, glaube ich, irgendwie einfach nur unproduktiv hier. Hab ich das Gefühl. Oder ich bin das alleine, der unproduktiv ist. Och du. Es kommt drauf an, was deine. Was du für Vorstellungen hast. Ich bin immer produktiv. Ah, jetzt. Ja. Wie soll denn das hier aussehen? Dann können wir eventuell den Turm direkt hier anschließen. Ich will hier nur ein bisschen mal bis hier vielleicht einen größeren Raum machen. Okay, dann kann man nämlich hier quasi dann. Man könnte hier auch einen Ausgang machen. Lass mal ja, das hatte ich. Die macht den hier am Ende, am Eck. Ja, dass wir hier eine Tür machen oder wie auch immer und dass ich dann hier quasi den Turm hochbaue. Siehst du, da ist es doch. Also wenn ich da an mein Singleplayer-Projekt denke, Crash Landings, da habe ich hier drin ja einen riesen Raum gehabt. Ja, das war recht cool. Habe ich dich gehaut, ha? Komm, ich hau dich noch mehr. Gehst du kaputt oder was? Komm her, XP, komm. Put, 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 put.
Ich glaube, so funktioniert das nicht. Doch, doch, hat funktioniert. Ja, ja, sicher. Ich bin der XP-Noob. Der XP-Flüsterer. Neu auf Pro 7. Hey, was hast denn du für hässliche Teile gechiselt? Das sind die Grundsteine. Wie funktioniert das? Ah, so. Gut. Gibt's eigentlich einen Quest, der sagt, du musst 500 Meter einen Turm bauen, der 500 Meter hoch ist? Nö. Das wäre cool. Leider nein. Also nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Nicht, dass du wüsstest. Nicht, dass ich wüsste, nein. Ich wüsste auch nicht. Okay. Warum? Achso, damit wir die Truhe öffnen können. Okay. Unordnung hier. Nein! Hm, geht nicht. Hab keinen Platz mehr. Mann, will man einmal unordentlich sein und dann funktioniert's nicht. Oh, müssen wir halt alles so chiseln, wie es auch wirklich gehört. Genau, ich guck grad mal, was kann man denn. Du musst den Turm ja nicht so hässlich machen. Kann ich ja. So hässlich nicht, aber so. Ich habe auch Cleanstone. Das einiges. Ist, das sollte man vielleicht erstmal nicht machen, das müssen wir ja dann brennen. Das ist ja Verschwendung. Ist ja Verschwendung. Pass bitte auf, dass man nicht so viel Geld ausgeben. Du kannst gern für die ganzen Stacks Charcoal sorgen, habe ich kein Problem. Ich mach's aber nicht. Juhu. Wenn du die Pressure Camber gebaut hast, dann mache ich das. Ja, ja. Dann baue ich einen Harvester, dann passt. Ja, ja. Ja, eigentlich war es das jetzt schon wieder. Willst du noch weiter Türmchen bauen? Ja, ja, ich baue noch weiter Türmchen. Ja. Ich muss das nicht aufnehmen, das kann ich auch nebenbei machen. Ja, würde ich auch sagen. Weil das heutige Limit ist schon wieder erreicht. Schon wieder viel zu Server erreicht. Ja, letzt hat man. Mal wieder eine 40-Minuten-Folge. Das ist eigentlich viel zu lang. Das sehen die Zuschauer garantiert anders dann. Ja, wenn sie das wirklich so meinen, dann sollen sie doch da mal einen Kommentar zu abgeben. Hat sich jetzt irgendjemand schon mal beschwert? Fragen wir mal so um, dass die Folgen zu lang sind? Nee, aber ja, gelobt also. Auch nicht. Okay. Das sind halt die Schwarze, ja. Die sich nicht beteiligen, aber das Ganze. Na, ja. Das Ganze so hinnehmen. Solange sich niemand beschwert, ist es gut so, wie es ist. So muss das sehen. Okay. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Minecraft. Bye.